dann wieder weit auseinander. Ja, auf jeden Fall. Und tschüss. Hand auf Nitro. Weil du genau weißt, dass ich das mit dem perfekten Start nicht gestartet kriege. Für den perfekten Start bist allein du schuldig. Verantwortlich. Ich fühle mich ja so schuldig. Guck mal, ein Baum. Und noch einer. Ich fand's lustig. Ich glaube, jetzt kommt so ein Moment, wo wir etwas weniger reden sollten. Ich glaube, ja, wir reden auch automatisch weniger. Es ist erstaunlich. Warum, frage ich mich. Wow, Alter. Musste das sein? Ja. Das ist schon Ding 7. Oh, scheiße. Warum? Egal. Nur so. Ja, wir müssen aber noch einen zweiten hier machen, Alter. Hä, einen zweiten? Ja. Zweiten Blacklist-Fahrer. Ach so, ich dachte, du wirst mit Deponien anfangen. Ich komm, ein andermal. Ja. Ich möchte mir das Spiel mal anschauen. Denn? Jo. News Channel 22. Live vor Ort. Ich stell mir gerade die Sprecherin drin vor, total gechillt so. Wir werden gerade von der Straße geschubst. Da sind gerade 20 Polizeiwagen in die Luft geflogen. Hätte ich da reagieren sollen? Keine Ahnung. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie die Nachrichtensprecherin voll gegen die Wand fliegt, weil wir sie gerade da gerammelt haben. Stell dir vor, es gibt eine Nitro-Taste und die kann man drücken. Meinst du die hier? Tatsache. Ansichtssache. Zu Deponia. Hast du es schon mal irgendwie durchgespielt oder so? Nein. Ah. Ich habe nämlich null Ahnung von Deponia und das wird wahrscheinlich ein witziges Let's Play. Das wird ein sehr witziges Let's Play. Würde ich tausend Sachen nachfragen. Es gibt wenig aktive Handlung, aber dafür saukomische Sprüche plus sehr tiefes kombinatorisches Denken. Also werden wir sowas von abgrundtief versagen. Falsche Entscheidung? Nee. Ich finde nur, du solltest in dem Most Wanted Let's Play nicht über Deponia reden. Du hast es angesprochen. Ja, und das war's auch schon. Also. Okay, gut. Ich gebe zu, es war meine Schuld. Jetzt halt die Schnauze. Und guck nicht so. Peter. Und Paul. Peter und Paul. Was? Ein Let's Play Together ohne mich? Ja, stell dir vor, ich habe einen neuen. Einen besseren. Wer ist dieser Peter? Keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Du Let's Playst mit einem Fremden? Ich wollte gerade was gegen den Kopf schmeißen. Gummibärchen. Ja. Einheiten auf Empfang. Rennen. Nächstes. Rennen. Maximal. Ah, oh. Scheiß drauf. Stop. Guck mal, der Fujiyama da vorne. Ist Fujiyama ein Berg? Nein. Ist ein Atomkraftwerk. Oder? Hä? Redest du von Fukushima? Ah, nee. Was war denn der Fujiyama? Keine Ahnung, das hast du erfunden. Nee, das gibt's. Es gibt irgendetwas, was Fujiyama heißt. Und das ist entweder in China, in Chinesenland oder in Japanesenland. Ich lache innerlich gerade den aus, der das nachschlägt. Was? Was Fukushima ist. Achtung! Was zur Hölle? Du machst immer in den Kurven Zeitbreaker, in denen sowas von gar keinen Sinn hat. Ach. Auf der Karte sieht's zwar eckig aus, aber es ist abgerundet. Und die Map sah gerade aus wie so ein Wir sind gerade mitten durch die gefahren. Und dieser Parkplatz da war der Alter! Ich wollte eigentlich Religionen, Familie und Fortpflanzung aus meinem Let's Play raushalten. Wer hat was von Fortpflanzung gesagt? Gut, ich wollte pubertären Kleinkram raushalten. Weitestgehend. Hat zwar in der ersten Folge schon nicht geklappt, ich muss hier abbiegen, merke ich gerade. Nitro.
Ich habe das Gefühl, du hast so ein kleines Problemsyndrom. Wenn du sagt, dann denkst du irgendwie nur in deinem kleinen Kopf. Was? Ja, du solltest zum Arzt damit. Oh mein Gott. Paul ist verwirrt. Er ist immer noch verwirrt. Es verschlägt ihm die Sprache. Er stöhnt jetzt nur noch innerlich. Weißt du, wie sehr du mich gerade fertig machst? Weißt du das? Ich bin gerade innerlich sowas von... Mir fällt kein anderes Wort außer zerstört ein. Also ganz ehrlich, ich bin Aber. sowas von... Ich bin so kurz davor, die Aufnahme abzubrechen und dich aus meinem Haus zu werfen. Echt, und das mit aller Freundlichkeit. Das hast du wieder sehr schön hingekriegt. Für ein Haar wäre es gut gegangen. Für ein Haar. Boah, hier sind überall Cops, Mann. Wie wirst du diese Folge nennen? Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre auch eine Option. Oh. Nein! 23, 22% noch, komm, das packen wir. Junge! Noch da. Klatsch. Klatsch. Oh je. Achtung, Speedbreaker. Spaß. Ich weiß nie, wann ich das einsetzen soll. Dass es perfekt kommt. So oder so rutscht er ab. Ja, das Rennen hämmern gleich. Oh mein Gott. Du bist seelischer Ballast für mich. Das ist Wahnsinn. Es geht eine Zeit lang, aber sobald... Was? Lol. Ach so. Ich dachte gerade. Da hast du dein... Okay, nee, das war kein Lachflash. So ein bisschen. Nein, das war ausnahmsweise mal deiner. Was, wir brauchen nur 5 Rennsiege und wir haben 7? Ah ne, wir brauchen 7 und wir haben 5. Dein Logic. Es ist irgendwie immer dasselbe. Radarfalle, Mautstelle und Sprint. Oh, das sind leichte Gegner. Okay, also, ja. Hast dich wieder gekriegt? Dieselbe Frage wollte ich dir auch stellen. Hä? Mir geht's doch ganz gut. Achso. Es war nicht an dein seelisches oder körperliches oder mentales Belang gerichtet, sondern mehr an dein konservatives. Wow, das waren jetzt zu viele Begriffe. Ja, ich habe selber keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Dann ist er gut. So, also ich glaube, ich habe mich seelisch wieder unter Kontrolle, so oft dasselbe Wort. Und naja, ja. Es grenzt an einer gewissen Hürde, öfters mit ein oder derselben Person in ein und dasselbes Spiel zu zocken. Ach, jetzt werde ich so frech. Im Gegensatz zu dem, was du mir entgegnet hast, bin ich gerade noch ziemlich auf flacher Spur dabei. Ja. Ich bin gerade echt daran zu überlegen, wie vernünftig mache ich jetzt weiter. Das ist halt mein anderes Niveau.
Ja, ein sehr hohes. Ich finde, du konntest das sehr schlagartig ändern. Kein Speedbreaker. Oh Mann. Nimm mal wieder ein paar Gummibärchen. Esse ich noch ein weiteres, muss ich kotzen. Papa. Oh, das könnte knapp werden. Da vorne ist die Ziellinie. Wo zur Hölle? Oh nein. Oh mein Gott. Alter, wie er mich abdrängt! Alter, du F***. Ach so, jetzt hat es dich selber gepackt, dieses Niveau. Ihr Schweine, ihr. Ah, jetzt bin ich schuld. Soll ich wieder fahren? Nein, ich mach diese Arschbacken sowas von kalt. Ich ebne die an den Asphalt an. Dieser Rage. Einfach nur. Ja, ich meine dich, Lars, und deine Freunde. Einmal an so ruhig. Ja, ich bin irgendwie sowas von in eine Lücke gerutscht, dank einer gewissen Person. Ich hoffe, es ist Lars. Ah, nee, ja, von weniger. Von sowas erhole ich mich schnell. Sowas bringt mich nur mehr auf Touren. Aber andere Sachen, die, nee. Habe ich dich jetzt beleidigt? Ist jetzt. Ja, so kann man es auch nennen. Wie denn? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich versuche es gerade zu vergessen. Deswegen bin ich auch so ruhig. Du hast es doch noch, also. Nein, eben nicht mehr. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Oh Mann. Was? Oh Mann. Deswegen. Ich hasse diese Totenstille gerade, Mann. Ich nicht, weil ich wenigstens konzentriert bin. Achtung. Hast du das vorhin etwa alles ernst genommen? Genau. Das Problem bei sowas ist, dass ich irgendwie nicht schnell genug überlegen kann, um etwas ernst zu nehmen, oder nicht? Aha. Und da haben mich so viele Leute heutzutage verarschen. Hast du auch keine Ahnung. So, du gehst wieder ansteuern. Linker Wechsel. Ja. Ja, cool. Eigentlich muss ich nur noch ein Rennen machen. Danach kann Stör wieder Verfolgung machen. Nee, du. Oh oh. Runden-K.O. Hab ja vorhin gemeckert. Sieh mal unsere Konkurrenz. So, also ich glaube, ich bin jetzt seelisch wieder auf dem Talker-Niveau, deswegen talke ich mal. Let's talk a Tekton. Und zwar talke ich heute extra live zu Alberstyle und frage ihn zu seinen kontroversen Gesprächen während eines Let's Plays. Dieses Wort kam schon wieder. Kontrovers. Nein, davor hatte ich ein anderes Wort. Echt? Ja. Ah, nee, genau. Konservativ. Ja. Ich habe keine Ahnung, was beides heißt. Das stimmt. Hört sich ja ganz schön schlau an, aber man steht ganz schön dumm da, wenn man es falsch gebraucht hat. Das weiß aber keiner. Ups. Da hat keiner das Taxi angerührt. Doch. Das ist genauso, als würdest du sagen, ja, er hat mir nicht aufgemacht, weil er ein Zuhälter war. Oder mein bester Witz. Was ist weiß und fliegt durch die Luft? Ein Tufo.
dachte jetzt an was anderes. Ich glaube, da werde ich eine grillende Zirpe, genau. Eine grillende Zirpe in den Hintergrund machen. Besser oder eine zirpende Grille. Auf diese grillende Zirpe. Kannst du noch eine grillende Zirpe folgen lassen? Und irgendwann kommt Badum Disch und dann haben wir's. Boah, Rasmussen. Jetzt musst du aber wieder überholen. Fuck, wir sind ja fast rausgeflogen. Ja, eben, genau ja. Das meine ich. Überhol den mal. Nicht rammen, überholen. Erst ranziehen und dann überholen. Na, dann angel dir mal einen, ne? Damit du auch in Zukunft glücklich bist. Komm her, du Grüne. Grün angelt sich grün, finde ich auch super. Dunkelgrün angelt sich dumpfes Hellgrün. Also dunkel gegen hell. Komm auf die dunkle Seite der Nacht. Wir haben geile Karren. Mhm. Oh. Oh. Ah, weniger. Oh. Oh. Ach ja. Wir sind wieder auf einem sehr... Ja. Genau. Wenigstens sind wir nicht mehr in diesem schwulen Bereich. Ja, hoffen wir es. Also die Kurve hat er aber besser geprägt als du. Ja, jetzt meckerst du schon. Ja. Okay. Wenn es dich glücklicher macht. Auf jeden Fall. Und tschüss. Oh, hat den da hinten flach gelegt. Konzentrieren auf Fahren, nicht was Beifahrer sagt. Den überholen, damit nicht lausfliegen. Oh shit. Oh man, ich dachte, der fährt irgendwo rein. Bei mir. So, wow. Dass er mich schubst. Wie kurz Nitro hält, Wahnsinn. Ist auch verstärkt. Ja. Ich frag mich nur, ob es jetzt wirklich besser ist oder es einem nur besser anfühlt. Ja. Ach, du fühlst das Auto? Ja. Ich spüre das Auto, fühle das Auto, sei das Auto. Die drei Grundprinzipien eines guten Fahrers. Master yourself, master the enemy. Achtung. War was? Ja, eine Kurve. Da vorne nochmal. Wie gut, dass man vorwarnt. Oh, diese ganzen Kurven gerade. Oh shit, das hat dich jetzt gekostet. Was mache ich eigentlich? Das ist eine gute Frage. Hoffen wir, dass wir ihn da irgendwie überholen können. Ja. Wenn du dich geschickt anstellst. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt wie noch nie. Damit. Ja. Halleluja. Ich hätte es mir jetzt echt nicht verziehen, wenn wir noch Zweiter geworden wären.